Zu unserem heutigen Interview der Woche haben wir uns in Knittelfeld eingefunden und ich begrüße sehr herzlich den Kunstfotografen Robert Steiner. Robert, schönen Nachmittag, danke, dass du die Zeit für unser Interview gefunden hast. Danke sehr gern, danke, dass ihr gekommen seid. Robert, seit 1993 bist du Inhaber der Firma Computer Support und seit dem Jahr 2007 bist du als Kunstfotograf tätig. Vielleicht klären wir ganz zu Beginn einmal, wie bist du denn überhaupt zur Fotografie gekommen? Fotografieren tue ich prinzipiell schon sehr lange. Es hat mich als Kind schon interessiert, aber ich habe halt im Prinzip das fotografiert, was die meisten fotografieren. Kinder, Familie, Landschaft und solche Sachen. Und habe dann durch Zufall, weil mich das Ganze immer auch technisch sehr interessiert hat, irgendwo einmal einen Workshop in einer Zeitschrift gesehen und habe mich einfach einmal angemeldet. Und das war in Wien, Akt-Workshop. Und ich habe mir gedacht, ich schaue mir das einmal an und irgendwie bin ich dann da hängen geblieben. Wobei Akt jetzt eigentlich nur am Anfang war, also das erste Jahr, was mich inzwischen eigentlich, muss ich fast sagen, langweilt und was mich nicht mehr so interessiert und jetzt einfach viel mehr auf People- und Fashion-Fotografie gegangen bin. Worin liegt die größte Faszination für dich in der Fotografie? Die Faszination jetzt an der Fotografie ist jetzt gar nicht, also es ist gar nicht so das Faszinierende, sondern mir taugt im Prinzip On-Location-Shooten mit der ganzen Vorbereitung, mit den Besprechungen, mit den Bildideen, die ich dann umsetzen kann mit den Modellen. Also das Ganze drumherum, das Foto ist dann im Prinzip nur das Produkt, das dann natürlich passen soll, aber ich bin jetzt nicht so, dass ich sage, ich renne jetzt immer mit meiner Kamera mal rum und fotografiere. Bildideen hast du ja auch umgesetzt in deinem letzten Projekt, das nennt sich Almost Famous 2010. Wir haben darüber auch berichtet, das ist ein Fotokunstkalender, der ist entstanden in Zusammenarbeit mit 12 heimischen Firmen. Jetzt ist die Präsentation schon ein bisschen her, es ist ein bisschen Zeit vergangen. Wenn du jetzt zur Revue passieren lässt, wie zufrieden bist du jetzt mit diesem Endprodukt? Ja, das Ganze war ja eigentlich ein Pilotprojekt, weil ich natürlich nicht wissen habe können, wie das Ganze aufgenommen wird. Wenn dann die Kalender auch da sind, würde überhaupt wer haben. Und das ganze Echo jetzt ist eigentlich wirklich sehr positiv und gut. Ich kenne schon Kunden, die haben nicht einmal mehr einen Kalender und jetzt haben wir erst einmal Anfang Dezember. Und es wird auf jeden Fall eine bzw. sogar zwei Fortsetzungen im nächsten Jahr geben. Gibt es sonst konkrete Projekte? Ja, es gibt ein Projekt, also das Projekt Almost Famous, was wir hier in der Region Judenburg-Knittelfeld gemacht haben, wird nächstes Jahr eine Fortsetzung finden. Zwar mit anderen Modalitäten, wir werden da noch einiges nachlegen. Da kann ich jetzt aber nur so dazu sagen, dass wir mit Jungdesignern gerade sprechen und bis Ende des Jahres wird es dann fixiert. Und das wird dann einfach so sein, dass wir jetzt schon auch wieder mit Dessous arbeiten. Aber die werden dann ganz genau auf die Betriebe maßgeschneidert. Also wir können gespannt sein. Wie aufwendig ist denn überhaupt so eine Produktion? Ich sage, als Fertiger sieht man immer nur das schöne Bild, man sieht das Model, das hat schöne Wäsche an. Natürlich ist das Mädel auch sehr schön, die Location ist lässig. Wie viel Aufwand ist jetzt wirklich für einen Fotografen bei so einem Kalender dahinter? Ich kann es ziemlich genau sagen, es waren dann die 300 Stunden jetzt für den Kalender. Also es ist sehr viel Aufwand. Das fängt, wie gesagt, damit an, dass man Gespräche hat mit potenziellen Kunden, ob die dabei sein wollen, das erklärt, dann die Modelle auswählt, die muss man casten, dann muss man die Wäscheprobe machen und also es sind so viele dermaßen kleine Details, dass die Zeit richtig reinrennt in das Projekt. Also nicht nur die schönen Seiten. Mir taugt es. Wir haben uns ja heute hier in Knittelfeld eingefunden, in einem neuen Studio. Man sieht es auch im Hintergrund, es ist schon einiges aufgebaut. Was soll denn hier prinzipiell geschehen? Im Prinzip das Gleiche, was ich auch in meinem alten Studio gemacht habe. Meine DFB-Shootings, also kurz zur Erklärung, Time for Print nennt sie das. Da geht es darum, dass Modelle, die ihre Setcard aufwerten wollen, sich melden, beziehungsweise ich solche Modelle suche, meine Projekte dann verwirkliche und da fließt kein Geld. Also das Modell bekommt die Fotos und ich bekomme das Modell und dann werden diese Projekte einfach erarbeitet und das kann ich hier jetzt in den über 100 Quadratmeter Räumlichkeiten viel besser machen, als wir in dem alten Studio, was ich gehabt habe. Was zeichnet dich denn als Fotografen aus? Was macht deine Fotos so besonders und worin liegt der Unterschied zu anderen Fotografen? Naja, ich glaube eher die künstlerische Ader in der ganzen Sache, weil Fotografen, jetzt oder klassische Fotografen oder gelernte Fotografen gibt es natürlich eine ganze Menge. Es ist nur so, dass die natürlich für das Geld, was sie verlangen können, nicht
mit so einem Enthusiasmus und mit so viel Arbeit bei der Sache sein können, weil die müssen davon leben. Für mich ist das im Prinzip meine Freizeit und mein Hobby, wenn man so will. Und da ist natürlich eine ganz andere Herangehensweise, weil ich nehme mir Zeit, ich habe nicht nur, wie gesagt, eine Stunde Zeit, damit ich das Bild im Kasten haben will, sondern ich kann wirklich Projekte verwirklichen und das sieht man dann natürlich auch in den Bildern. Also das sind dann ganz spezielle, viele Bilder erzählen irgendeine Geschichte und natürlich gehe ich einen ganz einen speziellen Weg. Also ich mache wirklich nur People-Fotografie mit Models und das Ganze immer ein bisschen Richtung Industrial, ein bisschen düster, ein bisschen eine Geschichte erzählen und nicht so diese typische Beauty-Fotografie, wie man es auf die Zeitungen und so weiter sieht, wo alles super schön ausgeleuchtet und so weiter ist. Das ist eher nicht so meins. Also ich gehe eher so ein bisschen den Underground-Style, sagen wir so. Natürlich möchten wir dieses Interview auch nutzen, um dich als Privatperson ein bisschen näher kennenzulernen. Was sind denn so deine Stärken und deine Schwächen? Meine Stärken sind sicher meine Zuverlässigkeit und meine Pünktlichkeit. Und wenn ich mich an ein Projekt setze, dass ich das auch wirklich akribisch durchführe. Und meine Schwächen, ungeduldig bin ich sicherlich, es ist jetzt schlimm, wenn man nur eins einfällt. Ich glaube, es ist nicht so schlimm. Du bist natürlich auch verheiratet, du hast zwei sehr süße Kinder, du bist selbstständig, du bist Fotograf als Hobby. Wo bleibt denn da noch Zeit für dich als Privatperson und wenn du diese Zeit hast, wie verbringst du denn die am liebsten? Meine Frau könnte jetzt gut beantworten. Das ist immer so ein bisschen ein Knackthema. Nein, es ist wirklich so, dass natürlich sehr viel Zeit reingeht ich versuche das natürlich, dass ich fotografiere nicht jedes Wochenende, also ich habe schon Freizeit mit der Familie und die verbringe ich natürlich mit der Familie, das ist ganz klar. Und sonst ein Lieblingshobby, eine Sportart oder sonst was? Bleibt nicht, das geht nicht. Also wenn ich irgendwas mache, ein Hobby habe, dann mache ich nur das und das richtig. Also mehrere Sachen geht es leider nicht aus. Okay, und zu guter Letzt bitte ich dich, mir die folgenden Sätze zu vervollständigen. Ein Leben ohne Fotografie wäre für mich? Langweilig. Glücklich bin ich, wenn? Ich mit der Familie einen Ausflug oder irgendwas unternehme. Meinen Kindern rate ich? Dass sie nicht so schlimm werden, wie ich einmal war. Und diese Person hätte ich gerne mal vor meiner Linse. Das ist eine gute Frage. Da fällt mir ad hoc eigentlich niemand ein. Aber es ist so, ich bin schon zufrieden, wenn das Level einfach an den Modellen einfach immer steigt. Und momentan ist es so und da bin ich schon zufrieden. Okay, dann sage ich herzlichen Dank für das Interview und viel Erfolg weiterhin. Danke für mein Willkommen.